Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute mal erst einmal keine Karte. Und zwar habe ich meinen Gewinn bekommen von dem Mine-Minchen, von der Jasmin. Und freue mich unheimlich, es jetzt mit euch auszupacken. Ja, fangen wir mal an. Ich habe mir hier schon Messer und Schere alles zusammengelegt, habe den Namen natürlich abgedeckt. Dann starten wir mal. Und ich hole alles erstmal raus. Oh je, yeah. Schön vollgepackt. Also es ist nichts mehr drin, fällt nichts mehr raus. Und ich glaube, ich zeige euch erst einmal das Unverpackte quasi, was ich gewonnen habe. Und zwar diesen Lux Paper Block habe ich bei ihr gewonnen. Ich glaube, den kennt ihr auch alle schon. Den hat sie aber auch in ihrem Video gezeigt. Dann DIY Card Making. Auch sehr schön. Ich freue mich wirklich gerade unheimlich. Sie schreibt mir auch immer so schöne, liebe Kommentare unter meine Videos, die ich im Moment mache. Und wirklich, ich freue mich wie so ein Baby. So, dann habe ich den hier bekommen. Den habe ich zwar schon, aber ich freue mich trotzdem, dass ich den bekommen habe. Weil man mit dem einfach sehr viele Sachen anstellen kann. Oder machen kann. So, dann habe ich diese Girlande bekommen. Das sind 6 Klammern, eine Kordel und 6 Bilderrahmen. So, ich bin eben auf Bilderrahmen nicht gekommen. Naja, viele machen aus den Sachen auch ein Album. Und ja, da schauen wir mal, was ich daraus mache. So, dann habe ich hier was Schönes. Wow, ich habe hier eine Stanze bekommen. Sehr schön, da freue ich mich wirklich riesig drüber, weil ich ja so ein Vintage-Typ bin und das könnte ich als Hintergrundspitze verwenden. Sehr schön. Und die Deko hier, so diese Baba-Dinger, die sind ja cool. Die sind ja fast so groß wie mein Fingernagel. Das ist ja crazy. Da freue ich mich riesig über die Stanze. Vielen, vielen Dank. So eine habe ich auch noch nicht. Danke, danke, danke. Dann blitzt hier was raus. Und zwar ein Magnet. Ui, der klebt hier fest. Vorsichtig abmachen. So, abgemacht. So, hier habe ich noch Post. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich setze mich hier mal hin. Dieser Magnet, der kommt sofort an meinen Kühlschrank. Hier ist jetzt ein Stück Kleber. Der kommt natürlich sofort an meinen Kühlschrank. Der gefällt mir. Mit was für einer Farbe ist das denn? Diese Wischtechnik, die sieht aus, als ist das so ein dunkelbraun-goldenes Glitzer-Effekt. Dieses hier außen ist aber, glaube ich, ein einfaches, schlicht so braun. Gefällt mir. Kommt sofort in meinen Kühlschrank. Danke, danke, danke. So, dann lese ich erstmal die Post. Bevor ich hier noch weiter Fehler mache. So, so, so. Wow. Richtig schöne herbstliche Karte. Oh, so ein Stanzteil möchte ich auch haben von diesen Blättern. Und das ist auch so ein schönes Blatt. Boah, das ist wirklich schick. Pilze, Eichhörnchen. Eichhörnchen. Ah, süß. So. Mit Liebe handgemacht von Jasmin. Ihr Stempel mit einer Eule. Sehr süß. Und die Eule hat ein Herz. Also wirklich mit Herz. So, ich lese mal.
Hier, sie hat hier so ein wie soll ich sagen, ein Blatt reingelegt, sodass man die Karte eventuell weiter verschicken kann. Was ich aber natürlich nicht machen werde, weil die mir ganz gut gefällt, Mienchen, ne? Also wirklich sehr schön. Und dann auch noch so ein Grünton, sieht man auch nicht oft, ne? Also sie hat mir geschrieben, ich denke mal, das ist in Ordnung. Liebe Regina, nochmals herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Ich hoffe, dir gefällt alles und du kannst es gebrauchen. Ich kann auf jeden Fall alles gebrauchen und da wird nichts entsorgt. Ich entsorge so oder so keine Geschenke, vor allem die handgemacht sind. Sage ich mal so, es gibt auch manchmal Sachen, die mir nicht so gefallen, die behalte ich aber trotzdem, versende sie auch nicht weiter, damit ihr Bescheid wisst. Ich habe im Schlafzimmer, weil ich ja leider wirklich keinen Platz habe, wo ich die Sachen aufstellen kann, damit ich die als Erinnerung habe. Ich schaue aber oft noch in die Kiste, die ich oben bei uns im Schlafzimmer auf dem Schrank habe. Und da habe ich lauter Geschenke, lauter Tauschpost, so verdreht sich meine Zunge, von Mädels, mit denen ich mal getauscht habe, die mir mal zum Geburtstag Karten gesendet haben. Ich habe das wirklich alles in dieser Kiste. Und erst letzte Woche habe ich meinem Mann gesagt, hol die Kiste mal raus. Ich möchte das immer noch mal durchgucken, was für tolle Sachen ich doch bekomme, seitdem ich meinen Kanal habe und seitdem ich auf Facebook mit bei den Gruppen unterwegs bin. Und wirklich, ich glaube, er muss die Kiste bestimmt so jede zweite Woche runterholen und dass ich da reinschaue. Ja, ich bin wirklich begeistert. Es sieht wirklich schön aus. Danke für die tolle Post und danke, dass du diese Verlosung gemacht hast, liebes Mienchen, liebe Mienchen. Dann schauen wir mal rein, was wir hier haben. So, ich möchte hier anfangen. Das machen wir mal hier vorsichtig auf. So, und ich habe mitgemacht. Und eigentlich habe ich mir nichts dabei gedacht. Ich habe einfach nur gedacht, okay, du machst mit, aber gewinnst eh nicht, naja. Und das war es dann auch. Und habe eigentlich schon, naja, nicht vergessen. Aber es war schon nah dran, dass ich gesagt habe, ja, ich habe eh nichts gewonnen. Und dann kam das Video und dann gratulieren alle. Und ich lese oft, bevor ich Videos gucke oder während ein Video startet, weil man doch, bis man die Begrüßung hat, bis diejenige oder derjenige erstmal was erzählt, dann gucke ich nebenbei noch die Kommentare an und dann, ja, steht da, herzlichen Glückwunsch, Regina, und es sei dir gegönnt und dies und jenes und bla bla bla. Und ich denke so, hä, das bin ich doch nicht, oder, weil es gibt ja noch eine Regina Albrecht, die ich auch so kenne vom Tauschen und von Gruppe. Und ich habe gedacht, naja, ist wahrscheinlich die, ich habe ja eh nicht gewonnen. Und als ich das dann gesehen habe im Video, dann bin ich ja fast gesprungen vor Freude. So, dann habe ich hier, ich glaube, das war das kleine Album, was Mienchen gezeigt hat. Was sie gemacht hat. Das sieht sehr interessant aus, weil so ein kleines Album habe ich noch nicht gesehen. Kann man das dann auch Flipbook nennen? Mit so einer Tasche hier und ach, das war doch aus diesem einen Blatt Papier. So war das, genau. Das ist ja interessant. Oh, der Igel ist süß. Und hier schon wieder so ein Ahornblatt. Das sieht echt interessant aus. Muss ich mal schauen, dass ich das eventuell nachmache. Ich bin sehr müde, ich habe wenig geschlafen. Also, das will ich auch ausprobieren mit einem Blatt Papier. So ein Heftchen, Büchlein hinzubekommen. Sehr schön.
Und die süßen Teilchen hier vorne. Oh Gott. Ich freue mich wirklich gerade riesig. So, dann würde ich sagen, ein grünen oder ein blauen. Ich glaube, wir nehmen diesen grünen. Da bin ich jetzt ganz gespannt. Oh, ich kann das sogar so runterziehen. Ich habe es da eben. Oh nein. Seht ihr, dann reiße ich das auf. Mache ich das lieber vorsichtig so. Oh je. Da ist was Interessantes drin. Oh nee. Ich habe den im Video gesehen. Bei Jasmin, bei Minemännchen. Oh, muss der hier sein? Die Blume oder ist die aus Versehen hier mit reingeschwupst? Auf jeden Fall habe ich das gesehen und ich dachte, nein, ist das ein süßes Häftchen. Oh, das ist so richtig süß. Ach Gott, echt, das hast du richtig schön gemacht. Was ist denn das für ein Häftchen? So ein süßes kleines Fiepsding. Ist das Heft auch von Aktion? Den hast du, glaube ich, aber mit Holz beklebt, oder? Mit so einem Holzmuster. Weil hier noch was ist. Aber das ist so süß. Ich habe gedacht, hoffentlich gewinne ich. Obwohl ich auch den Gedanken hatte, nö, es wird eh nichts. Ich versuche einfach nur mein Glück. So, und dann habe ich gewonnen. Ich habe gewonnen. Das freut mich unglaublich. So. Oh, da ist ja noch eins. Also, Jasmin. Und noch so ein herbstliches. Schaut mal, das ist eher so ein winterliches durch diesen Pinguin mit dem Schal und hier Merry Christmas und die Schneeflocken. Oh nein, das habe ich ja eben nicht. Habe ich ja nicht drauf geachtet. Das hast du embossed und dann eingefärbt. Aber das Muster, das ist unheimlich schön. Ich habe gedacht, das wäre so ein Papier, das wäre so fertig. Aber das fühle ich ja jetzt erst. Die Schablone, die ist ja geil. Das sieht vielleicht mein Kopf im Bild, aber ich glaube, das stört keinen. Oder mich gerade nicht, weil ich Pilze sammeln. Ja, meine Mama hat mich ein paar Mal gerufen, dass ich Pilze sammeln gehe, aber ich wollte nicht wirklich so in den feuchten Wald, muss ich sagen, weil die Erkältung geht auch so nicht weg und ich muss zwischendurch mal so oder so raus mal einkaufen, die Kleine zur Kita, von der Kita holen und ich glaube, vielleicht ist es auch der Grund, dass ich mich zu Hause nicht vernünftig auspower, obwohl man soll ja auch an die frische Luft gehen und ich komme da nicht raus. Entschuldigung. Ja, das ist auch ein schönes Heftchen. Das ist auch so ein Notizblock. Mit Tasche und Blättern. Hier hinten ist nichts, aber auch sehr schön. Vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Sachen. Und jetzt habe ich hier noch einen Umschlag. Und das fühlt sich weich an. Also gibt es auch härtere Gegenstände. Mal gucken, was sie hier für mich versteckt hat. Ach ja, ich glaube, das eine Notizbuch war nicht mit bei in der Verlosung. Ich glaube, das hat sie mir so als Überraschung mit dazu gelegt. Ich erinnere mich nicht an dieses Notizheftchen, das erinnere ich mich jetzt nicht aus dem Video. Ich glaube, es gab nur dieses hier. Und die Stanze, ich glaube, das ist so eine Überraschung. Die Stanze gleich ja auch nicht gesehen. Ach, genau, das hat sie ja gezeigt. Dass ein paar Streuelemente mit dazukommen für
Shaker, Weihnachtsshaker. Da freue ich mich auch riesig. Ich bin gerade dabei. Ein, sagt schon. Ein Loaded Envelope zu machen. Und da würden die Tannenbäumchen gut hinzupassen. Und die Sterne eigentlich auch. Naja, ich gucke, ob ich die verwende oder ob ich dann so geizig bin und die Teilchen erstmal behalte und später schaue, was ich damit mache. So, meine Lieben. Das war's auch. Hier meine tollen Gewinne. Ich freue mich unheimlich darüber, dass ich gewonnen habe. Ich packe mir mal mein Messer weg. Ich hoffe, euch gefallen die Sachen auch alle. Auch wenn ihr nicht gewonnen habt. Edgy Badge mache ich jetzt mal. Auch ich möchte mal Glück haben, was ich hier heute habe. Ich freue mich wirklich riesig. So. Es passt alles nicht in die Kamera. Ich werfe das hier jetzt mal nach oben drauf. Das ist mein großes Paket, was ich bekommen habe. Vielen, vielen, vielen Dank, Jasmin. Mine, Minchen. Ich werde in der Infobox ihr Kanal verlinken und ja, ich freue mich riesig. Danke für die tollen Sachen. Ich liebe sie. Danke, danke, danke. Ja, ich bin auch, ja, was soll ich sagen, überwältigt, dass ich gewonnen habe. Ich habe noch woanders gewonnen, muss ich zugeben. Da habe ich einen 10-Euro-Gutschein gewonnen. Und das habe ich auch nicht erwartet, das habe ich auch total vergessen. Und habe erst vorgestern gesehen, dass ich gewonnen habe, obwohl das schon letzten Monat preisgegeben wurde. Ich hatte aber noch Glück, dass ich den Gutscheincode doch bekomme, obwohl die Zeit schon vergangen ist. Und ja, vielen, vielen Dank dafür, Mine München. Ich freue mich wirklich ganz dolle. Es sind sowas von schöne Sachen. Mal schauen, was ich daraus mache und dann kommt das bestimmt auf meinem Kanal. Danke, tschüss ihr Lieben.